Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir super leckere, knusprige Vanille-Schokoschnecken. Die sind aus Plunderteig gebacken und das geht's auch im neuen Online-Kurs in der Backacademy. Du siehst hier eine riesen Ausbeute von Gebäcken. Das werden wir alles backen im neuen Online-Kurs Feingebäck. Wir backen von Brioche-Teig über turierten Hefe-Süßteig bis zum Plundergebäck. Turieren ist hoch im Kurs. Reimt sich sogar noch. Nein, wir werden viel turieren. Wir werden auf Fehler eingehen, das ist normal in der Backacademy, dass ich immer wieder so Backversuche mache, zeige, wenn man es nicht richtig touriert, was es für Auswirkungen hat und vieles, vieles mehr. Also es gibt unzählige Gebäcke, die wir hier machen, in verschiedenen Formen. Ich zeige dir auch, wenn du tourierten Teig als Rest hast, was du damit machen kannst, da gibt es schöne Gebäcke raus. Wir machen auch zweifarbige Sachen, wie hier diese Birnentaschen, Bicolor. Oder Brioche machen wir teilweise auch zweifarbig. Hier habe ich ein cooles Rezept entwickelt, das nicht so schnell austrocknet. Brioche ist bekannt, dass es sehr schnell austrocknet, weil es viel Eier drin hat. Das habe ich hier ändern können mit einer coolen Technik. Aber zurück zum eigentlichen Rezept, um welches es heute geht. Es geht um dieses Rezept. Im Kurs verwende ich einen Plunderteig, den ich bewusst für den Kurs entwickelt habe. Ich habe aber ein Gratis-Rezept hier auf YouTube, das ich schon längere Zeit veröffentlicht habe, ein Croissant-Plunderteig. Verwende doch einfach für dieses Rezept hier diesen Croissant- und Plunderteig. Den werde ich dir am Ende noch gerne verlinken. Funktioniert genau gleich. Die Blättrigkeit ist nicht ganz exakt die gleiche, weil es halt eine andere Rezeptur ist, aber von der Art her kommst du sehr schön ran. Jetzt siehst du gleich noch den Trailer zum neuen Kurs, der geht gar nicht lange. Wenn du noch nicht in der Backacademy bist, alle 5 Wochen kommt ein neuer Kurs, wie jetzt der Feingebäckkurs. Profitiere davon, du kannst die 7 Tage kostenlos testen, falls du das nicht willst. Ist der Kurs auch beim Einzelkauf noch rabattiert erhältlich? Oder wenn du gar nicht willst, sehen wir uns halt bei einem regulären Video dann wieder. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns im Kurs. Schönes Wochenende, jetzt siehst du den Trailer und dann steigen wir gleich ein mit den Schoko-Vanilleschnecken. Wenn du am nächsten Sonntag deine Familie beeindrucken willst, dann bist du hier im Feingebäckkurs richtig. Knusprige, blättrige Croissants, schöne Schichten durch das Turieren, das ist die Königsdisziplin. In diesem Kurs zeige ich dir, wie das Ganze geht. Mit einfachen Tipps und Tricks ganz einfach zu Hause alle diese Gebäcke herstellen, ohne Maschine. Du wirst deine Freunde und Familie beeindrucken. Wenn du noch nicht in der Backacademy bist, alle 5 Wochen kommt ein neuer Kurs, wird der Feingebäckkurs. Profitiere davon, du kannst die 7 Tage kostenlos testen. Ich wünsche dir viel Spaß in meinem Kurs. Mein Name ist Marcel Paar und das ist mein Feingebäckkurs. Diesen und viele weitere Kurse findest du bei mir in der Backacademy auf marcelpaar.com. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt backen wir leckere Vanille-Schokoladenschnecken aus dem Plunderteig. Ich starte als erstes mit einer ganz einfachen Vanillecreme. Ich habe hier
220 Gramm Milch gebe ich in einen Kochtopf rein. 45 Gramm Hello Sweetie oder Zucker dazu. Die Samen einer Vanilleschote. Vanilleschote halbieren, die Samen auskratzen. Beigeben. Die Schote gleich mit aufkochen. Und parallel dazu habe ich hier 35 Gramm Weizenstärke und 2 Eigelb. Einmal glatt rühren. Milch ist aufgekocht. Jetzt zuerst noch einen kleinen Schluck dazugeben. Denn das ist ziemlich fest hier. Es ist eine feste Vanillecreme. Die binde ich bewusst besser ab, weil ich hier das Ganze mitbacke. Ich will nicht, dass die zu flüssig ist. Glatt rühren. Die restliche Milch beigeben. Vanilleschote entfernen. Was jetzt häufig falsch gemacht wird, das hier wird schon in den Kühlschrank gestellt, das ist aber noch viel zu flüssig. Ich muss jetzt nochmal zurück auf den Kochherd und mir das Ganze noch einmal aufkochen, damit die Stärke bindet. Und das ständig im Rühren noch einmal aufkochen. Die Stärke bindet, wie schon gesagt, erst bei Hitze, darum ist sie jetzt flüssig und durchs Wärmen wird sie fest. Kann man zuschauen, wie das richtig fest wird. Richtig gut rühren, auf kleinere Stufe zurückstellen, nicht dass das anbrennt. Und wenn es so schön fest ist, dann ist das wunderbar. Dann noch durch ein Sieb drücken. So werden kleine Fetzen wieder ausgesiebt oder ein bisschen gröbere Stücke oder wenn das Ei ein bisschen fest gebunden hat, so wird die Creme einfach viel glatter. Mit Frischhaltefolie zudecken, direkt auf die Creme runter. Nicht, dass das Kondenswasser bildet. Und so in den Kühlschrank stellen für mindestens eine Stunde, kannst du aber auch schon problemlos am Vortag vorbereiten. So, es wird Zeit, den Teig auszuwählen. Hier habe ich einen halben Plunderteig. Auch hier, wie immer, kannst du auch die doppelte oder dreifache Menge machen. Auswählen auf gut 3 mm Dicke. Und hier rolle ich den Teig auf eine Breite von 40 bis 45 cm aus. Fast nur in eine Richtung, wenn ich hier so ein kleines Stück habe, damit ich die Breite hinbekomme. Dann durchlockern. Dann zieht er sich gerne wieder auf 40 cm zusammen, das ist eigentlich nicht schlecht. Dann nehme ich die Vanillecreme zum Kühlschrank raus. Gut aufrühren, die hat natürlich jetzt schön gebunden. Und hier ist es so, je länger dass du die auskühlen lässt, also wenn du es am Vortag machst, desto fester wird sie. Ich schaue immer, je nachdem wie ich Zeit habe, dass sie so eine halbe Stunde, Stunde im Kühlschrank ist. Vor allem bei dieser kleinen Menge ist das kein Problem, die kühlt immer schön durch. Dann nehme ich gleich so eine Teigkarte und verstreiche mir die ganze Vanillecreme auf dem Teig. Lässt sich jetzt hervorragend verteilen. Auch schön mit den schwarzen Punkten der Vanille. Sieht richtig toll aus. Dann fehlt noch die Schokolade. Hier habe ich etwas backfeste Schokodrops.
einfach nach Belieben etwas oben drüber geben. Hier kannst du auch Rosinen oder sonst irgendwas nehmen, das geht auch. Dann vorne umdrehen. Bei so Sachen ist es auch immer wichtig beim Auswahlen. Schau, dass du schön rechteckig bleibst, sonst kannst du das hier jetzt nicht schön rollen. Wenn du so einen Streifen drin hättest, das wäre jetzt nicht optimal. Jetzt fange ich hier an zu rollen und immer wenn ich einmal aufgerollt habe, gebe ich noch ein bisschen Zug. So runterrollen und so ein bisschen nachziehen. Runterrollen, nachziehen. Jetzt nur noch schneiden, 2 cm bis 3 cm einteilen, das mache ich gleich hier mit dem Messer, einfach so drehen, dann kann ich es mir schön markieren. Dann runterschneiden. So sieht das innen aus, wunderschön. Sieht dann auch richtig klasse aus mit den Butterschichten, wie das schön aufgeht und aufs Backblech legen. Die Klinge des Messers zwischendurch abwischen, damit ich hier sauber durchschneiden kann. Ja, das ist einfach cool, wenn du den Teig mal hast, kannst du so viele tolle Sachen so schnell und einfach eigentlich zaubern. Die hier jetzt nur noch 90 Minuten bis 2 Stunden aufgehen lassen, dann werden die gebacken. Ich decke sie gerne zu, aber Folie nur leicht auflegen, sonst klebt ihr da alles dann wegen der Vanillecreme. 90 Minuten später, Schnecken sind bereit für den Ofen. Habe ich mir auf 170 Grad vorgeheizt. Hier gebe ich noch etwas Dampf rein, damit die noch schöner aufgehen können. Aber nicht übertreiben mit dem Dampf. Wir wollen nicht wie bei den Croissants, dass die richtig explodieren im Ofen. Ab in den Ofen damit. Einschieben. Unten habe ich die Lavasteine drin. Wasser aufgießen, schließen und erstmal backen. Nach guten 20 Minuten sind die Schnecken wunderbar gebacken. Schau dir das mal an, wie schön dass die aussehen. Und das hier ist halt richtig cool mit der Blättrigkeit. Die sind richtig schön aufgegangen. Man sieht jede einzelne Lage. Richtig toll. Ich mache hier auch nichts mehr, keine Glasur, nichts mehr. Die sollen so bleiben. Man könnte sie noch abglasieren. Dann würde man hier die Lücken eventuell noch ein bisschen füllen. Ich finde sie so super. Wenn es dich stört, die Spitzchen hier, die ich besonders mag, dann kannst du das Ganze einfach in einer Form backen. Dann bleibt es schöner zusammen. Ich finde es aber richtig toll so. Noch ein bisschen auskühlen lassen und dann wird probiert. Auch hier am besten ist es gleich leicht warm und guck dir mal diese Blättrigkeit an. Unglaublich. Mit einem Biss fast alles weg. So lecker ist das. Und das hier ist halt richtig cool. Das zeichnet Plundergebäck aus. Diese dünnen Schichten, richtig lecker. Schön durchgebacken, tiefere Temperatur, länger backen, Vanille, Schoko, sowieso eine Kombination, wo man nichts falsch machen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken.